Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, ich muss mich heute ein bisschen kurz fassen. Ich habe nicht so viel Zeit, das wird also heute nicht allzu lang, das Video. Aber ich wollte unbedingt ein Thema behandeln, das ich vor ein, zwei Tagen auf Twitter gesehen habe, was viral ging, was Leute rumgeschickt haben. Es geht wieder um Mo Asumang, kurz gefasst. Ich habe vor ein paar Tagen ja ein Video zu der gemacht, die hat Martin Sellner interviewt und jetzt hat sie Ken Jebsen offenbar interviewt. Und das Ganze geht wieder eine halbe Stunde ungefähr, aber ich werde natürlich nur das Interview mit dem Jebsen rausgreifen. Den ganzen anderen Rest sparen wir uns heute einfach mal. Wie gesagt, ich habe heute leider nur sehr begrenzt Zeit, deswegen muss das etwas schneller gehen. In dem Sinne, auch genug der Einleitung. Ich denke mal, das Videomaterial spricht in erster Linie für sich selbst und ich hake wieder ein, wo es dann am besten für mich passt. Derweil, auf geht's, Film ab! Heute treffe ich Querdenker. Quer sind viele, darunter Monarchisten, Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner. Ganz am Anfang, als die Sache mit der Corona-Pandemie losging, hatte ich wie fast alle Menschen weltweit eine Riesenangst davor, dass es mich erwischt. Das neuartige Coronavirus ist offenbar schon weiter verbreitet. In Wuhan hatten sie bereits alles abgeriegelt. Und dann zeigten sie uns Bilder von Menschen mit Atemhauben auf dem Kopf, die um Luft rangen. Ich sah mich schon da liegen. Es schnürte mir die Kehle zu. Diese Enge, dieses Eingeschnürtsein, die Freiheit, du selbst zu sein, verschwindet in der Angst vor dem Tod. Vor einer rätselhaften Lungenerkrankung geht die Angst um. Und auf einmal legst du dein Leben in die Hände anderer Menschen. Boah, Alter, wirklich. Der ÖRR gibt sich nicht mal mehr Mühe, irgendwo Subtilität walten zu lassen, wenn es um ihre Narrative geht, sondern die kloppen sie dir mittlerweile wirklich mit Anlauf in die Fresse. Ich meine, was ist das schon hier wieder für eine Bildauswahl? Hier mit der Atemmaske und hier wie Darth Vader auf Wish bestellt. Ja, super. Soll man das jetzt Angst machen oder was? Diese perverse Angstpropaganda hat man den Leuten ein komplettes Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie überall reingerieben. Die ganze Zeit, um Gottes Willen und bitte besuch nicht deine Oma, du könntest sie ja versehentlich umbringen und so weiter und so fort. Die ganze Zeit, man hat alles als Vorwand genommen, um die Menschen einzusperren, um ihre Freiheitsrechte einzuschränken und. Und das war ja nur die erste Stufe. Die zweite Stufe ging ja dann los, als wir den Impfstoff endlich hatten. Das wurde uns ja als das Ei des Kolumbus verkauft. Boah, guck mal einer an, der tolle Impfstoff und super, der wird uns jetzt alle retten. Ja, die Begeisterung, die ließ dann doch relativ schnell wieder nach, als sich kein nennenswerter Erfolg einstellte. Und dann wechselte dieser Staat vom Zuckerbrot auf die Peitsche. Dann hieß es nicht mehr, ach, willst du ein verantwortungsvoller Held sein, der Oma rettet, sondern dann hieß es plötzlich, du bist ein Sozialschädling, du bist asozial, du willst, dass Menschen sterben, du bist ein Gefährder, man muss dich einsperren, man muss dich isolieren, man muss dich aus dem gesellschaftlichen Leben ausschließen. Es ist unglaublich, wie schnell das gekippt ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und man hat systematisch die Geimpften gegen die Ungeimpften aufgehetzt. Man hat suggeriert, dass die Pampe, die man den Geimpften gedrückt hat, nicht wirkt, ist nicht etwa die Schuld der Pampe selber oder derjenigen, die die Pampe hergestellt haben. Nein, es ist die Schuld derjenigen, die die Pampe nicht genommen haben. Es ist im Übrigen immer noch einer der lustigsten Logikfehler dieses ganzen Narrativs, die es überhaupt gibt. Aber damit das keinem auffällt, hat ja auch die mediale Landschaft ständig die Angstpropaganda weitergemacht, obwohl es die Impfung gab oder vielleicht gerade weil es die Impfung gab, um die Leute eben in die Nadel zu treiben. Was hatten wir nicht alles für Varianten, die uns eher heute als morgen dahin hinraffen würden. Gamma, Beta, Alpha, Delta, dann hatten wir jetzt Omikron. Zuletzt hatten wir sogar eine Höllenhund-Variante. Ich verarsche euch nicht. Was denkt sich jemand, der eine Corona-Variante so nennt? Das ist doch absichtlich, um den Leuten Angst zu machen. Bei einer Krankheit, die in ihren Auswirkungen mittlerweile sogar von der ganz normalen herkömmlichen Grippe überboten wird. Aber deswegen, es ging nie um die Ratio. Die Leute sollten nicht nachdenken, bin ich Zielgruppe für diese Impfung oder Risikogruppe nannte sich das ja. Ist das für mich alles sinnvoll? Will ich das wirklich? So, Zweifel sollten ja nicht angemeldet werden. Wer Zweifel angemeldet hat oder wer darauf hingewiesen hat, dass es eben noch keine Langzeitstudien gibt, dass es eben noch nicht genau erforscht ist, was das Zeug mit den Leuten macht, dass es eventuell Nebenwirkungen geben könnte, wurde sofort ins verschwörungsverschwurbelte Eck gestellt. Da wurde man dann hinverfrachtet, da hieß es, ja, nee, hört dem nicht zu, der ist ja ein Querdenker. Alleine das ist auch im Übrigen so eine Sache, da möchte ich kurz noch drauf eingehen, bevor wir jetzt da mit dem Beitrag endlich weitermachen. Querdenker,
war mal im Deutschen ein durchaus positiv besetzter Begriff. Das ist erst durch die Corona-Pandemie jetzt so negativ geframed worden. Früher war Querdenker auf einer Stufe mit Freigeist in der sprachlichen Bedeutung her. Ja, also Leute, die von ihren Gedanken nicht unbedingt in irgendwelche Konventionsschubladen reinpassen, die aber durchaus eine Gesellschaft eben aufgrund ihrer Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, bereichern können. Das war etwas Positives. Wir hatten ein negatives Wort für diese Sorte Mensch. Querulant. Ja? Aber Querdenker hat mittlerweile das Wort Querulant ja abgelöst. Es hat sogar das Ganze noch mit einer noch bösartigeren Intention aufgeladen. Wer Querdenker ist, der hat ja nicht einfach nur Gedankengänge, die irgendwo von der Hauptmeinung abweichen. Nein, das reicht ja nicht. Sondern das muss ja auch noch ein bösartiges Subjekt sein, das anderen Menschen schaden möchte. Ja, das wurde ja zumindest immer impliziert. Also von wegen jetzt hier auch wieder, wir legen unsere Leben in die Hände anderer Menschen. Das ist natürlich, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Aber vor allem ist es auch einfach so, dass es die Gesellschaft zutiefst gespalten hat und dass ich auch mittlerweile sagen muss, ich sehe keine Möglichkeit, wie wir das als Gesellschaft wieder kitten sollen. Weil die Leute, die bereitwillig 2 Jahre lang bei dieser staatlich orchestrierten Hetzkampagne gegen Ungeimpfte mitgemacht haben, mit diesen Leuten will ich auch gar keine Versöhnung, um ehrlich zu sein. Weil das sind Leute, die offensichtlich gezeigt haben, dass sie unfähig sind, selber zu denken, dass sie autoritätshörig as fuck sind, völlig ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass die Autorität, hinter der sie stehen, möglicherweise nicht in ihrem Interesse handelt, die bereitwillig andere Menschen so ausgegrenzt haben in einer Art und Weise, dass Familien zerbrochen sind, Freundschaften kaputt gegangen sind, dass ein massiver Schaden eben auch an der Volksseele entstanden ist. Meine Verachtung für diesen Schlag Mensch ist nicht in Worte zu fassen. Deswegen versuche ich es an dieser Stelle auch gar nicht, weil ansonsten wird mir das Video möglicherweise gesperrt. Gut, wir machen jetzt auch weiter. Ich halte schon wieder die Klappe. Was ist denn jetzt hier mit dem Ken Jebsen? Schauen wir uns mal einen Teil des Interviews an. Ich habe versucht, in meiner Berichterstattung zu Covid darauf aufmerksam zu machen, dass ich große Gefahren für die Demokratie sehe. Weißt du, mich musst du gar nicht einsetzen. Lade doch den Wodak ein. Ich frage aber nach dir. Du musst dich nach mir fragen, ich bin Journalist. Ich würde ja gerne zum ZDF kommen, wenn man mich einlädt. Aber sie trauen sich nicht oder wollen nicht oder dürfen nicht, ist ja auch ganz egal. Aber es ist vollkommen unwichtig. Weil auch wenn ich, ob ich da jetzt vorkomme oder nicht vorkomme, die Diskussion muss doch eine ganz andere sein. Wie tolerant oder intolerant ist inzwischen Deutschland? Das ist doch die Frage. Da geht es doch gar nicht um Covid, sondern generell zu Klima, zu Russen, zu Arabern, zu Terror. Wie gehen wir mit Leuten um, die von der Mainstream-Meinung der Medien abweichen oder der Regierung abweichen? Wie gehen wir mit denen um? Und ich finde eben, und das kann man einfach bemerken, dass sich dieses Land dahingehend verändert hat, dass wir die Streitkultur verloren haben. Okay, wir streiten ja gerade. Ja, wir jetzt. Wir hatten in aber wir sind ja gerade im Fernsehen. Wir. Ich fühle mich verunsichert. Keine Ahnung, wohin das jetzt läuft. Ach, meine Güte, Mo, wo soll das denn hinlaufen? Ihr werdet euch jetzt in der Folge unterhalten und er wird dir seine Standpunkte darlegen auf die Fragen, die du ihm stellst. Zumindest wäre das bei einem seriösen Interview der Fall. Bedauerlicherweise stellst du dich auch hier wieder stellenweise so dumm, dass es einfach nur zum Fremdschämen ist. Aber dazu kommen wir später. Ein entscheidender Punkt ist jetzt allerdings der. Und da gebe ich Ken Jebsen recht, wir haben unsere Streitkultur verloren. Aber ich würde sogar sagen, wir haben sie nie wirklich gehabt. Denn Streit ist bei uns ja etwas ganz Schlechtes. Besonders im politischen Bereich wollen die Deutschen das eigentlich nicht haben. Und ich kann mir auch durchaus aus einer historischen Perspektive erklären, woran das liegt. Das Urtrauma des Deutschen ist eben sozusagen in demokratischer Manier die Weimarer Republik. Damit macht man ja den Deutschen immer wieder Angst. Also wenn es zu viele Parteien gibt, wenn die zu klein sind oder wenn zu viel Meinungspluralität herrscht, dann bekämen wir ja Weimarer Verhältnisse. Der Deutsche hat sich das ganz tief eingebrannt, dass Weimarer Verhältnisse oder dass sozusagen eine Demokratie in dem Sinne immer politische Instabilität bedeutet. Unruhen und Streitigkeiten in einer Art und Weise, dass sie das Volk eher lähmen als tatsächlich nützen. Ja, alle paar Jahre Neuwahlen und so weiter, das ist ja etwas, was der Deutsche eigentlich gar nicht will. Ich sage es an dieser Stelle mal, die Corona-Pandemie hat mir ja vor allem eines sehr deutlich gezeigt, der Deutsche ist im Schnitt überhaupt nicht bereit für eine Demokratie. Der Deutsche will eigentlich am liebsten einen gütigen König oder einen Kaiser. Irgendjemand, der eben von oben die Ansagen macht und daran hält man sich als guter Bürger und ansonsten kommt die Gendarmerie und kassiert dich ein und du wirst schon was gemacht haben, wenn du ins Gefängnis kommst. So, das ist so die,
die Grundhaltung, die der Deutsche inne hat. Immer schön den Kopf unten halten und das Maul halten und machen, was Vaterstaat sagt, dann gibt's auch keine Probleme. Das mag jetzt manch einer als übertrieben empfinden, aber ganz ehrlich, alleine so Figuren wie Merkel und Kohl, die 16 Jahre am Stück so vor sich hin regieren, das wäre bei anderen Ländern vollkommen undenkbar. Da brauchen andere eine Militärdiktatur dafür, um 16 Jahre am Stück regieren zu können. Also, das muss man sich mal klar machen. Der Deutsche ist so, keine Experimente. Wir haben zwar herausgefunden, dass Partei X überhaupt nichts reißt, aber wir wissen ja, wenn wir was anderes wählen, kommt da eh nichts Besseres bei raus. So agiert der Deutsche politisch. Ja, bis jetzt war es immer so, wir haben doch mittlerweile eigentlich so ziemlich alle Farbkombis durch. Ne? Irgendwie schwarz-rot, schwarz-gelb, rot-grün, rot-rot-grün haben wir auch schon in Berlin. Dann jetzt hier Jamaika, Ampel. Also wir haben ja mittlerweile bald wirklich alles irgendwo mal probiert. Alles irgendwie durch. Ist irgendwas besser geworden? Ist irgendwas anders geworden? Eigentlich nicht wirklich. Und deswegen wird ja unser Mainstream auch so nervös, wenn es jetzt mal wie mit der AfD eine Partei gibt, die tatsächlich mal aus diesem fatalen Muster ausbricht und wirklich was anderes anbietet. Weil das bricht eben genau diese deutsche politische Lethargie auf. Und davor hat unser Mainstream ganz massiv Angst. Ja, also, dass die Deutschen auf einmal wirklich anfangen, sich politisch an eine Alternative zum Status quo zu wenden. Das will man nicht, weil das assoziiert man eben dann doch unterbewusst mit politischer Instabilität, mit Weimarer Verhältnissen. Um Gottes Willen, am Ende muss man ständig noch aushandeln, welchen Kurs man jetzt fährt. Das will man eigentlich alles gar nicht. Man will seine Ruhe haben, man will irgendwie, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ob das jetzt von den Roten gelenkt wird oder von den Schwarzen oder auch von mir aus von den Grünen, das ist den meisten Leuten, die jetzt nicht so im politischen Game sind, doch eigentlich scheißegal. Und deswegen geht in diesem Land ja auch nichts nennenswert voran. Das Einzige, was unsere Parteien über die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, ist, dass sie mehr oder weniger fähig sind, den Stillstand zu verwalten, aber keine politischen Konzepte oder Visionen haben. Unser politisches Endgame war die Wiedervereinigung und seit 1990 sind wir politisch tot, weil wir eben keine Ziele mehr haben, sondern wir nur noch mit uns selbst irgendwie beschäftigt sind, aber auch sonst eben überhaupt nicht mehr wissen, wie politische Auseinandersetzung geführt werden muss. Deswegen, wir sind auch völlig unfähig geworden, politische Opposition auszuhalten. Vielleicht war diese Toleranz von Opposition oder überhaupt die Fähigkeit, mit Oppositionellen zu kommunizieren, eh schon nie sonderlich stark in uns Deutschen veranlagt. Aber mittlerweile muss man einfach sagen, diese Fähigkeit ist komplett verkrüppelt. Und die Tatsache, dass Funk und Fernsehen und die Medien allgemein mittlerweile ideologisch derart gleichgeschalten sind, hilft natürlich auch nicht unbedingt dabei. Aber wir sehen das ja hier schon an der Reportage, wohin die Reise thematisch gehen soll. Aber jetzt auch genug, wir gehen weiter im Interview. Ökonomische Macht zieht immer politische Macht auf sich. Und jemand, der der zweitreichste Mensch der Welt ist, hat enorm viel Macht. Und seine Privatstiftung, die Bill & Melinda Gates Foundation, ist die reichste Privatstiftung der Welt. Der hat mehr Macht als wir beide. Und das heißt, das Interesse. Ich finde das und okay, ohne sein Invest. Ja, geh, du bist ja naiv. Du bist ja auch naiv. Und ohne sein Investment bei der WHO. Weißt du, die Probleme. Du hast ja schon so oft gesagt, du bist ja naiv. Du bist ja naiv. Bist du, hättest, du könntest auch sagen, du bist ja schwarz. Du bist ja schwarz. Also so fühlt sich das fast jetzt schon an. Du denkst, ja, wenn einer viel Geld hat und viel Macht hat, ja, wenn das in den richtigen Händen ist, weißt du, jemand ein also solches, ich jemand ein solches. Ich jetzt nicht per se in eine Schublade. Ne, aber ich, okay, ist ja überall dabei. Hat ja überall Aktienanteile. Und wenn er das dann auch sagt, Mo, wenn er auch noch sagt, das war mein bestes Investment, dann hört sich das vollkommen anders an wie, ich möchte die Menschheit retten. Bill Gates ist nicht der Philanthrop, aber der hat so viel Geld, dass er sogar bei Netflix eine Serie produzieren lassen kann über ihn. Wenn ich das Geld hätte, würde ich das nicht machen, aber ich könnte das dann machen. Und dann hättest du ein vollkommen anderes Image über mich. Dann wäre ich nämlich der tollste Typ, weil ich würde einfach das finanzieren lassen, wenn ich diese Multimilliarden habe. Okay? Und wenn du die hättest, was würdest du damit machen? Ich würde sie verschenken. Ehrlich? Ja. Hättest du gerne Geld? Ich hab Geld. Ja? Ja, sicher. Ich zeig's. Ich hab Geld. Her mit den 50er. Ja. Ich wollte dich nur testen. Ich fühl den Jepsen gerade so richtig. Mo, bist du völlig beknackt? Er sagt, ja, du bist ja naiv. Du kannst auch gleich sagen, du bist ja schwarz. Bestes Gegenargument der Welt. Das kann doch nicht. Das kann nicht wahr sein. So beleidigt ich hier die ganze Zeit ins Mikrofon hier so reinlache wie so ein Esel. Aber es ist. Also, Junge, was zum Fick?
vor eine politische Auseinandersetzung im Jahr 2022. Ach du Scheiße. Das ist ja nicht mal mehr infantil. Ich traue Kindern mehr geistige Reife zu als dieser Frau gerade. Also, nee. Also, in der Tat, dass jemand mit enormer wirtschaftlicher oder ökonomischer Macht auch eine enorme politische Macht mitbringt, das ist doch nun wirklich kein Gedankengang, wo ich ein Verschwörungstheoretiker sein muss. Seht mal, ihr linken Idioten habt euch die Augen aus dem Kopf geheult, als ihr mitbekommen habt, dass Elon Musk Twitter kauft. Ja, warum denn? Genau, weil ihr das nämlich auch wisst, wie das Prinzip läuft. Jemand mit enormer ökonomischer Macht kann sich auch sehr schnell sehr viel politische Macht akquirieren. Da habt ihr rumgeheult, das war ein Riesenproblem. Da habt ihr alle möglichen politischen Motive reininterpretiert. Aber Bill Gates ist natürlich ein Philanthrop, der nur das Beste der Menschheit im Sinn hat. Sag mal, seid ihr komplett beknackt? Also merkt ihr selber nicht die geistige Hybris, die da am Werk ist? Das ist doch komplett absurd. Aber so ist es halt, ne? Wenn die Kritik dann von der falschen Seite kommt, dann ist natürlich sofort wieder ein wirres verschwörungstheoretisches Gelaber und so weiter. Ich meine, ich verstehe den Jepsen hier gerade vollkommen, dass der hier sich wegschmeißt vor Lachen und dass der einfach auch nicht so richtig weiß, wie er mit der Frau umgehen soll. Aber jetzt nur mal so ein kleiner Eindruck meinerseits. Er wirkt ein bisschen sehr aggressiv. Oder ein bisschen sehr verkrampft so, wie er gestikuliert, seine Körpersprache und so weiter. Das ist ein bisschen ungut, sage ich mal. Also da wirkt er vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Das könnte zumindest für Leute, die jetzt den Jepsen nicht kennen und seine politischen Einstellungen nicht so richtig überblicken, vielleicht etwas abschreckend wirken. Das ist jetzt so eine Wahrnehmung, die ich jetzt so aus den ersten paar Minuten mitgenommen habe, aber das wollte ich jetzt nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ansonsten gehen wir jetzt weiter. Das ist ja unfassbar dämlich. Aber es wird noch bescheuerter, nehme ich an. Freiheit ist das höchste Gut. Das stimmt. Aber in Zeiten tiefer Unsicherheit würde ich da das Leben anderer aufs Spiel setzen, wie es manche Querdenker tun, wo ich doch gar nicht wissen kann, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Was denkst du jetzt? Dass man mit dir nicht über das Richtige reden kann. Doch, nein, machen wir nicht. Alles. Kann man nicht. Dir fehlt der Grips dazu. Das ist traurig. Mir fehlt der Grips dazu? Absolut. Du weißt das, was auf Wikipedia steht. Ist doch Quatsch. Bin ich aber ein bisschen geknickt, wenn ich gar nichts weiß. Ist es so? Ich meine, ich stelle dir einfach nur Fragen. Ich bin nicht der nette Typ von nebenan. Okay? Du machst alles richtig. Das hast du gesagt. Okay, ich würde dich um Folgendes bitten. Ich glaube, nein, das ich möchte dich um Folgendes bitten. Umgedreht hättest du wahrscheinlich genau. Ich glaube, wir bereden ganz. Ich würde dich um Folgendes bitten. Stell mir bitte nicht solche dummen Fragen, weil ich bin nicht so dumm, dass ich darauf antworte. Du machst alles richtig. Das war doch nur eine Frage. Ja, aber weißt du, die Zeiten sind zu ernst, dass wir uns mit solch einem Geplänkel aufhalten können. Weil es steht nämlich eine Menge auf dem Spiel und das scheinst du offensichtlich überhaupt nicht zu verstehen. Meinst du? Ja, das meine ich. Du denkst, die Regierung macht alles richtig. Du bist für Zensur, wenn die Regierung das empfiehlt. Bist du bescheuert? Ich bin nicht für Zensur. Du solltest darauf hören, wenn du mit kritischen Menschen sprichst, was die denn eigentlich zu sagen haben oder was die eigentlich aufmerksam machen wollen. Dass wir uns in einer Zeit befinden, in dem es einen sehr starken Demokratieabbau gibt. Und die betrifft nicht nur dich. Vielleicht kommt manchen das Virus überhaupt nicht ungelegen, als Stimmungsmacher gegen den Staat. Also langsam finde ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr lustig. Also langsam werde ich ähnlich gereizt wie der Herr Jepsen hier offensichtlich gerade. Also die Frau ist ja wirklich sowas von grenzdebil, das ist ja nicht mehr auszuhalten als Gesprächspartner. Was zum Teufel? Die Pandemie kommt uns gelegen als Stimmungsmacher gegen den Staat? Bist du völlig bescheuert? Also folgendes, Leute wie ich, oder bitte, der Arsch nennt sich immer zuerst, nehmen wir irgendwen anders. Leute wie Schlomo, Kasper, wie die ganzen Leute, die jetzt im Zuge des ACHB jetzt hier ihre Kanäle aufgemacht haben und so weiter. Alle möglichen Leute meines Schlages haben ihre Existenz darauf aufgebaut, dass wir Stimmungsmache gegen den Staat betreiben, wie du es hier nennst, ja? Und was nehmen wir als Grundlage unserer Stimmungsmache gegen den Staat? Ha? Was ist das wohl? Die Fehltritte unseres Staates nehmen wir dafür her. Und zwar schon seit vielen Jahren. Da haben wir keine Corona-Pandemie dafür gebraucht. Das hatten wir alles schon vorher. Es gab so viel, was wir zum Content verarbeiten konnten. Da haben wir keine scheiß Corona-Pandemie gebraucht. Ich sag dir mal, wem die Pandemie ganz gelegen kam. All den Leuten, denen die bürgerlichen Freiheiten ohnehin die ganze Zeit ein Dorn im Auge waren. Die sich gedacht haben, wir müssen die Leute hier irgendwie ihre Rechte berauben. Wir müssen irgendeinen Anlass schaffen. Und da war natürlich eine Krankheit
absoluter Jackpot, weil da kann man sehr vieles auf einmal machen. Dann konnte man gleichzeitig auch noch die politische Klasse raussortieren, die einem sowieso immer wieder in die Suppe gespuckt hat. Und die waren nun mal oftmals bei den Impfgegnern dabei. Da konnte man die ausselektieren und konnte man die so richtig schön, ganz legal piesacken. Mit allen möglichen Maßnahmen. Und das hat man jetzt 2 Jahre lang durchgezogen. Junge, ist die bescheuert! Also sowas macht mich ja wirklich auch wahnsinnig. Ich verstehe den Jepsen wirklich sehr, sehr gut. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch bemängeln, dass das halt leider Gottes eben nicht passieren sollte, wenn man gefilmt wird, da, bei so einem Interview. Da hätte er vielleicht ein bisschen besser daran getan, sich zu beherrschen. Aber gut, ich will an dieser Stelle jetzt auch gar nicht sagen, dass das so einfach ist, weil ihr seht ja selber, ich kann kaum an mich halten. Aber gut, ich gehe auch nicht in Interviews mit solchen Volltrotteln. Also das ist ja unglaublich, was habe ich mir hier wieder angetan? Oh, Wahnsinn! Aber egal, wir gehen jetzt weiter, bevor ich hier vollkommen die Fassung verliere. Ich wollte nie in die Politik gehen oder einen politischen Beruf ergreifen. Ich habe angefangen, in den Musikjournalismus zu gehen und bin Musikjournalist. Das habe ich mir 20 Jahre lang unbehelligt getan. Wie kommt man von da auf eine Querdenkenbühne? Dazwischen liegen 25 Jahre. Ich meine, wenn du jetzt so als kritisch eingestuft wirst... Bin ich. Für mich selbst bin ich kritisch. Ja, aber wenn du so als kritisch eingestuft wirst, dann kannst du ja nicht das bezwecken, was du eigentlich willst. Weil ich meine, dann wirst du ja irgendwie hinten angestellt und wie kommt dann deine Meinung, wie kommt das dann nach vorne? Woher weißt du denn eigentlich, was ich will? Naja, du sagst ja Dinge, also... Du sagst auch Dinge? Ja. Und was willst du? Na, das, was ich sage. Und das, was ich will, sage ich auch. Ja, aber es kommt eben nicht an. Das ist also ja es kommt schon an. Ja, bei mir jetzt gerade ja, im Moment, du bist ja nicht die Bevölkerung. Nee, wer bin ich denn? Du bist eine Person der Bevölkerung, aber es gibt ja noch 80 Millionen andere. Und das Feedback, was ich auf der Straße habe, du kannst mich ja begleiten, Österreich, Schweiz, Deutschland, ist zu 90% positiv. Und zwar alle Bildungsschichten. Wenn ich jetzt so neben dir sitze und mir das anhöre, was du sagst, ich glaube, ich würde der Regierung in dem Moment mehr vertrauen. Darfst du ja. Okay. Ja. Also, ganz ehrlich. Ja, ja. Du darfst ja der Regierung mehr vertrauen. Und ich darf der Regierung weniger vertrauen. Wo ist das Problem? Dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt. Richtig, das sind wir nie. Und dass es natürlich eben durch so ein Virus und eine Verbreitung eben dazu führen kann, dass, ja, keine Ahnung, Menschen sterben. Menschen sterben in jedem Fall. Alle 5 Sekunden verhungert dein Kind. Was unternimmst du dagegen? Ich spende manchmal Geld, hilft das? Ein bisschen. Also aber das nimmst du doch einfach hin, oder nicht? Das nehme ich nicht hin, nee. Ja, aber das ist eben so, okay? Und auf einmal muss ich mich für jeden Menschen, der sich theoretisch anstecken kann, interessieren, weil sonst bin ich unsolidarisch. Und genau deshalb gibt es halt quasi so ein Gesetz oben drüber. Ja. Da müssen viele etwas machen, was vielleicht nicht immer notwendig ist. Aber nur dadurch kann man das Schlimme verhindern. Also anders kann man es eben nicht machen, weil man kann ja nicht jeden Menschen, der jetzt gerade von A nach B läuft, beobachten. Stimmt. Ja, diese Szene hier porträtiert ganz schön eben den Knackpunkt des ganzen Diskussionsthemas. Es ist am Ende vor allem eine Vertrauensfrage. Und ich kann nur sagen an die Leute, die dem Team Regierung zugehörig sind, ja, die der Regierung vertraut haben, ihr wurdet verarscht, ihr wurdet getäuscht und möglicherweise hat es für den einen oder anderen von euch sogar gesundheitliche Folgen, dass er getäuscht und verarscht wurde. Natürlich gibt die Regierung das nicht alles auf einmal zu, denn dann könnte sie auch gleich geschlossen zurücktreten, sondern die Wahrheit kommt immer nur scheibchenweise ans Licht, aber ein Narrativ nach dem anderen betreffend die Corona-Pandemie bricht jetzt in sich zusammen. Das ganze Ding klappt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Einmal, was den Impfstoff anbetrifft, hieß es ja erstmal jahrelanger Schutz. Dann hieß es plötzlich nur noch, ja, ein Jahr Schutz vor Ansteckung. Dann wurde da draußen 3/4 Jahr, dann 6 Monate. Schließlich haben Experten sogar was von 3 bis 4 Monaten schwadroniert. Gemessen dann auch daran, dass es ja hieß, ja, aber es ist, wenn schon kein Fremdschutz, dann ist es ja wenigstens Eigenschutz. Auch das ist mittlerweile schon enorm auf der Kippe, um nicht zu sagen widerlegt. Das ist ja das große Ding. Die ganzen Narrative brechen jetzt eins nach dem anderen weg. Und überall in Europa haben wir das eigentlich auch kapiert, dass wir zur Normalität zurückkehren können und dieser ganze Quatsch jetzt im Prinzip kein Thema mehr ist, bis auf Deutschland. Deutschland ist mal wieder Geisterfahrer und bei Herr Lauterbach kickt offenbar ganz gewaltig die Führerbunker-Mentalität und fabuliert noch irgendwas von allen möglichen tödlichen Varianten, die noch kommen könnten und so weiter. Das ist alles Bullshit natürlich. Der Mann weiß genau, dass wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, auch seine politische Karriere de facto vorbei ist, weil der Mann hat dann auch keine Existenzberechtigung mehr. Der weiß genau, wenn rauskommt, dass seine Hysterie, seine Panikmache letztlich nur heiße Luft war, dann geht's ihm politisch gesehen an den Kragen. Der Mann wird langsam auch für Teile seiner eigenen Regierung untragbar.
Ich will mal hoffen, dass er möglichst schnell auch aus dem Amt verschwindet, weil das ist im Grunde eines Gesundheitsministers nicht würdig. Ich meine, sein Vorgänger, der Herr Spahn, war ja schon nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber das war wenigstens kein absoluter Fanatiker. Der war halt einfach nur unfähig. Aber Lauterbach ist bedauerlicherweise unfähig und ein Fanatiker. Das ist natürlich eine ganz, ganz ekelhafte Kombi. So, also nachdem ich jetzt auch noch schnell der Regierung ans Bein gepisst habe, lass uns mal überlegen. Also was das ganze Thema angeht, würde ich sagen, solange diese Vertrauensfrage eben nicht eindeutig geklärt ist, wird sich in diesem ganzen Thema sowieso keiner bewegen. Ich kann nur den Leuten empfehlen, die der Regierung vertraut haben, mal ganz tief in sich zu gehen und sich mal zu überlegen, was wurde euch alles vor 2 Jahren versprochen, was davon wurde gehalten, was ist an eurer Situation besser geworden, was schlechter geworden. Und falls ihr feststellt, dass ihr da am Ende mit mehr Minus- als Pluspunkten rauskommt, überlegt euch mal, ob es nicht vielleicht besser wäre, sich mal auch diese vermeintlichen Schwurbler anzuhören, denn so manch einer hat tatsächlich etwas Sinnvolles zu sagen. Aber so viel jetzt jedenfalls von meiner persönlichen Seite, jetzt kann ich gleich wieder wahrscheinlich rumragen, wir gehen jedenfalls weiter. Weil dieses immer abgelehnt werden, also ich kenne das selbst auch mit der Hautfarbe und so, das kann einen schon in extreme Richtungen schieben. Ich betrachte die untergehende Titanic ja von einem eigenen Boot aus, mir ist es wurscht. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass mich Leute gut finden. Ich finde mich selbst gut und 5 Freunde, die ich habe, das reicht mir vollkommen. Mich kann man eigentlich, wenn man mich näher kennt, eigentlich gar nicht mögen. Damit hat man dann ein Problem, wenn man gelernt hat, ich bin ein Arschloch. Okay? Aber ich frage mich eben heute, ist jetzt kein Vergleich, wie würden wir heute eigentlich Jesus Christus erkennen, wenn der auftauchen würde? Ging denn das überhaupt? Das wäre auf jeden Fall ein Verschwörungstheoretiker, der sich was anmaßt. Der hätte keine Chance. Genau wie bei den Römern. Und möchtest du das pauschal sagen, alle, die mir zuhören und mit dir sind alle geistig behindert, alle Schwuppler, alle blöd? Das ist ja ein sehr interessantes Menschenbild. Das habe ich nicht gesagt. Eben, und ich sag's auch nicht. Also soll ich ehrlich sein, ich weiß gar nicht so recht, was ich hierzu sagen soll. Das ist ein ganz komisches Interview jetzt geworden. Also nicht nur, dass die Reporterin offensichtlich von der gesamten Materie nicht den geringsten Peil hat und ich jeden Moment befürchten muss, dass es an ihrem Hinterkopf anfängt zu rauchen, weil der Chip durchgeschmort ist, ist es auch einfach so, dass hier keine konkreten Fragen irgendwie kommen. Ich weiß nicht, was am Material rumgeschnibbelt worden ist oder was da unter den Tisch fallen gelassen wurde, aber ich kann nur hingehen und sagen, Leute, von dem, was der Ken Jebsen sagt, das ist alles richtig. Gar keine Frage. Also Jesus Christus hätte bei uns keine Chance. Also, der hatte auch schon bei den Römern so gesehen keine Chance. Für die Römer war das ein Spinner, ja? Aber die Römer haben den Fehler gemacht, ihn zu einem Märtyrer zu machen, ja? Die haben den ans Kreuz genagelt und dadurch wurde er zu so einer riesigen Identifikationsfigur, dass es am Ende sogar zu einer eigenen Weltreligion gereicht hat, ja? Unser Mainstream ist da mittlerweile etwas weiter, ja? Etwas raffinierter, sage ich mal. Im Grunde eigentlich fast noch grausamer. Du wirst hier nicht physisch beseitigt. Hier geht keiner hin und bringt dich um. Nein, das macht man nicht. Man macht das lieber auf der sozialen Ebene. Man vernichtet dich lieber sozial. Man ächtet dich, man sieht zu, dass du kein Konto mehr bekommst, dass du keinen Job mehr bekriegst, dass du öffentlich einfach sozusagen einen Brandstempel auf der Stirn hast von wegen, du bist hier der große Feind. Das ist der Mord an dir, geschieht nicht physisch, sondern der geschieht eben finanziell, sozial und letztlich eben von deiner Reputation. Das ist viel grausamer letztlich, weil du in deinem eigenen Land zwar noch leben kannst, aber du bist einfach nicht mehr gelitten. Und das ist etwas, bestrafe einen, erziehe 100, so funktioniert das ganze Jahr. Und so arbeitet der Mainstream heutzutage. Ja? Und deswegen auch bei diesen Querdenkern da. Ja, natürlich sind da auch ein paar Spinner dabei. Das ist doch vollkommen klar. Wenn ich da 1000 Leute habe, die demonstrieren, werden da auch 10 Idioten dabei sein. Aber die Taktik vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und die ist so vorhersehbar, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe, sie zu erklären, aber einmal noch, ist doch immer die gleiche. Du suchst dir genau diese 10 Idioten raus, hältst fett die Kamera drauf und suggerierst damit, der Rest der Demo sei genauso bekloppt. Und dann heißt es, hört denen nicht zu, die sind alle so. Das ist immer das Gleiche. Und es ist so ermüdend, weil es in der Tat jeden Diskurs im Keim erstickt oder zumindest versucht, jeden Diskurs im Keim zu ersticken, wenn Leute eine andere Sicht auf die Dinge haben. Ja? Und das ist eben etwas, ihr müsst nicht aussprechen, dass die Follower von Ken Jebsen alle geistig behindert, alle verschwurbelt, alle blöd sind. Ja, so taktisch unklug seid ihr nicht. Aber ihr suggeriert es natürlich durch die Bildauswahl, durchs Zusammenschneiden, durch die Themeneinleitung und so weiter und so fort. Das ist eben genau das. Und weil diese Manipulation immer offensichtlicher wird, vertrauen euch die Leute immer weniger. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Aber jetzt schließen wir das Interview auch mal ab. Was gibt's noch zu sagen? Die Menschen sollen entscheiden, wem sie zuhören. Und ich werde mit KenFM, ich habe mit KenFM aufgehört, ich lasse das los. So, und dann werdet ihr eine andere Sau durchs Dorf treiben, meinetwegen Reitschuster. Ihr werdet schon jemanden finden, den übers Dorf. Aber was nützt es den Leuten, wenn die ganzen kritischen Geister das Land verlassen? Okay? Weil Ballweg haben sie genauso attackiert, Bakti haben sie genauso attackiert. Ihr werdet Deutschland auch verlassen. Das sind alles Sonderlinge. Wo wäre Deutschland eigentlich ohne Sonderlinge? Ich höre mir an, was Dieter Hüsch zu sagen hat, was Matthias Belz zu sagen hat. Das ist das, was ich tue. Okay? Ich bin einfach klug.
verantwortlich. Ich höre mir das. Machst du das den ganzen Tag? Ja, das mache ich den ganzen Tag. Okay? Aber vielleicht machst du den Leuten damit Angst. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute bei den Erzählungen, so drastisch, wie du viele Dinge schilderst mit der Demokratie und dem Untergang und so, da machst du den Leuten mit Angst. Und vielleicht sind das dann die Leute, die hinter dir herlaufen, weil sie denken, okay, der kann mir helfen, der hat deine Follower. Ich verteidige das, wo ich lange Zeit nutzbar war. Und jetzt ist die Stunde der Bewährung. Und da musst du dir die Frage stellen, wo bist du? Du bist ja wenigstens hier, ist cool, okay? Ist wunderbar. Wenn Leute die Käfigtür von innen zuhalten, ja, dann willkommen. Und wie weit sie gehen, wissen wir schon. Aber ich erlebe das bestimmt nicht. Ich bin ja hier in der Freiheit. Ich muss nicht an die Öffentlichkeit treten. Das ist wahrscheinlich das letzte Interview. Ganz ehrlich, das ganze Interview, das war Perlen vor die Säule. Also, man muss ja mit Ken Jebsen und dem, was der so denkt, nicht übereinstimmen. Überhaupt nicht. Aber dem so eine ahnungslose Reporterin vorzusetzen, ist wirklich, wirklich jammerschade. Den müsste man in eine Diskussionsrunde setzen mit Leuten, die zumindest mal vom Kenntnisstand her auf einer ähnlichen Höhe sind. Es ist wirklich jetzt ganz schwer gewesen für mich, dieses Interview, wenn man das überhaupt so nennen kann, bis zum Ende anzuschauen, weil das ist so etwas, die Fragen oder die Einwände von der Frau Asumang waren, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eigentlich eines Interviews unwürdig. Das war so wie ein kleines Kind. Vielleicht machst du den Leuten ja damit Angst, weißt du, mit deiner schweren Schilderung vom Untergang und so. Also was ist das für eine infantile Scheiße? Zum anderen natürlich auch, wird hier einfach mal Ursache und Wirkung vertauscht. Der Grund, warum Leute wie Ken Jebsen existieren, die versuchen öffentlich eben auf genauso offensichtliche Dinge wie Demokratieabbau und dergleichen hinzuweisen, die sind ja wirklich nur da, weil der Staat genau die Grundlagen dafür liefert, weil er das tut, weil er eben Freiheiten abbaut, weil er Anlässe sucht, um die Leute in ihren Rechten zu beschneiden und so weiter und so fort. Also der Staat sorgt ja dafür, dass die Leute Angst bekommen und Leuten wie Ken Jebsen überhaupt zuhören. Wenn es den Leuten gut gehen würde und wenn wir hier uns vorkommen würden wie in einem freien Land, dann würden ja keine Grundlagen dafür existieren, dass so jemand wie Ken Jebsen überhaupt einen Kanal aufmachen würde, der eine relevante Größe erreicht. Das ist doch genau der Punkt. Also das ist einfach so eine Sache, wenn man vernünftige Politik betreiben würde, dann gäbe es solche Phänomene nicht. Aber andererseits muss man auch sagen, die Frage ist natürlich berechtigt vom Ken, wo wäre Deutschland denn auch ohne seine Sonderlinge? Es wäre mit Sicherheit nicht so, wie es heute ist. Denn in sozialer Hinsicht, aber auch in wissenschaftlicher Hinsicht und so weiter, sind Querdenker sozusagen einfach elementar wichtig, weil man ansonsten auf der Stelle tritt. Das ist einfach so. Ja, und auch international war das immer schon so. Also ich meine, Galileo Galilei, würde ich ja sagen, ist einer der ersten Leute, so mit Kopernikus, das waren so die ersten Querdenker, ja, so von wegen, also es dreht sich gar nicht alles um die Erde, sondern es dreht sich alles um die Sonne. Ja, das ist ja, alle Gelehrten sagen das Gegenteil. Ja, Galileo sagt trotzdem, so ist es. Ja, wurde dann dazu gezwungen, seine Lehren zu widerrufen, aber was hat es denn geändert? Ja, Jahrhunderte später gibt die Kirche selber zu, ja, Galileo hatte schlicht und ergreifend recht, ja, bringt ihm zwar nichts, weil er ist längst tot, aber hey, immerhin. Ja, und deswegen, das wird mit der Corona-Pandemie meiner Einschätzung nach genauso laufen. Der Mainstream wird sich jetzt die kommenden Wochen und Monate wahnsinnig schwer tun, das Feld zu räumen, zuzugeben, dass die Leute hier im Prinzip völlig umsonst gegeneinander aufgehetzt worden sind. Dass man in weiten Teilen des Impfnarrativs schlicht und ergreifend falsch lag, dass man einen Riss in die Gesellschaft getrieben hat, der so schnell nicht wieder zuwachsen wird. Und der apolitische Normie wird sich halt trotzdem vor die Wahl gestellt sehen, ob er weiterhin der Regierung vertraut, die in diesen Fragen so offensichtlich falsch gelegen hat, oder ob er nicht doch sein Ohr diesen bösen, bösen Querdenkern leiht, die bis jetzt eigentlich in dem meisten Recht gehabt haben, was sie an Bedenken und an Befürchtungen angemeldet haben. Aber wie gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt auch für heute durch. Ist doch wieder meine berühmte halbe Stunde geworden. Aber egal, wir machen das jetzt einfach so. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut das in die Kommentare. Ich werde es mir wieder durchlesen und wünsche euch dabei einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hier schaut. Dann bis zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut, passt auf euch auf. Servus und ciao.